Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und für alle die, die meinen Kanal zum ersten Mal entdecken, herzlich willkommen. Die, die meine Videos kennen, in denen ich mich mit Brot auseinandersetze, wissen, dass ich in der Tradition des bäuerlichen Backens stehe. Also anders als das Bäckerbacken mit Auszugsmehlen und Hefe, geht es bei mir darum, vor allem um Sauerteigbacken. Lange Teigführung, also das heißt 12, 24 Stunden, gerne auch länger. Getreide in der Regel von unseren eigenen Landwirten, mit der Steinmühle gemahlen. Also ich rede hier von sehr schweren Broten, sehr vollwertigen Broten. Ich habe eine ganze Reihe zum Thema Schwarzbrot gemacht. Immer wieder das Thema Sauerteig, Sauerteigführung, was das eigentlich bedeutet fürs Getreide und fürs Brot. Heute ist es mal anders. Das ist schon ein paar Jahre her, da klingelte das Telefon. Da war ein Redakteur vom NDR dran. Und der fragte mich, er sagt, Herr Sommers, ich habe gesehen, Sie geben Brotbackseminare und zeigen die Leuten, wie man selber Brot backen kann. Kann man auch Toastbrot selber backen? Oh, sag ich, das ist jetzt erst einmal, wie soll ich sagen? Toast gehört jetzt nicht gerade zu den bevorzugten Lebensmitteln, die ich als Ernährungsberater empfehlen würde. Sag ich aber im Grunde genommen, klar, warum nicht? Lassen Sie mich mal drüber nachdenken, ich entwickle da ein bisschen was. Ja, sagt er, wir melden uns wieder, wenn wir einen Drehtermin haben und dann sprechen wir das Nähere ab. Alles klar. Ich dann also erstmal so überlegt, so Toast ist nicht wirklich ein tolles Lebensmittel. Na, es ist aber die Supermarktregale sind voll damit und das wären sie nicht, wenn die Leute es nicht kaufen würden. Sie lieben also ihr Toastbrot. Ganz ausschließen kann ich das auch nicht. Ich war mal jung, klingt blöd, ne? Aber ich hatte eine Punkerfreundin und das gute alte Punkerfrühstück, trocken Toast und dann Dose Thunfisch drauf. Kann ich mich sogar noch gut dran erinnern. Sei es drum, hat jetzt hier nichts mit zu tun. Das Fernsehen. Irgendwann war der Drehtermin da und die kamen dann her und ich habe das Ganze so ein bisschen wie ein Seminar aufgezogen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt 3 Rezepte für Toastbrot entwickelt. Das war einmal ein Gerstentoast, ein Buchweizentoast und das Dinkeltoast. Und Teil hatte ich vorgebacken und das sind ja Sauerteigtoast gewesen, sodass sie fertig waren, wenn das Fernsehteam kam. Und dann haben wir dann mit ein paar Freunden sozusagen so ein Seminar simuliert und dann, wie man es knetet, es ging ja darum, das Toast selber zu machen. Und dann kam die Verkostung. Es ist ja selten, dass Menschen von den Medien sprachlos sind. Aber ich hatte dann alles hübsch hingestellt, waren 3 Leute, war der Kameramann, der Tonmann und der Moderator. Und die fingen dann an, das Toast zu probieren, einfach nur mit Butter, frisch aus dem Toaster raus. Die muffelten schweigend vor sich hin. Die waren richtig beeindruckt. Sie kamen ja von der Industrie, das ist Markt im Dritten gewesen. Das heißt, sie haben dann einfach die verschiedenen Toasts der Industrie verglichen und die sind von der Industrie gut, so, sag ich mal, gepampert worden. Also die dachten, also so schlecht ist Toast ja gar nicht und das, was sie da so erzählen, das ist ja eigentlich doch ganz toll und so. So, und jetzt haben sie das erste Mal Sauerteigtoast aus hochwertigem Getreide, also nicht einfach nur die billigsten Auszugsmehle, sondern gerade beim Dinkel, guter Zollernspelz, Bio-Dinkel, Vollkornanteil drin. Ja, die waren richtig schwer begeistert. Das war für mich natürlich Motivation, das auch meinen Kunden auf dem Wochenmarkt anzubieten. Und noch heute gehört das zu meinem festen Repertoire auf dem Wochenmarkt. Und ich habe immer wieder Kunden, wie schon wieder alle, oh, denken Sie nächste Woche an mich, machen Sie eins mehr? Ich so, ja klar, natürlich, klar. Das Toast ist immer noch sehr, sehr beliebt. Nach den vielen Jahren ist vor allem das Dinkeltoast geblieben. Und ich habe also wirklich einen großen Kundenkreis, meistens interessanterweise Mütter, deren Familie, deren Kinder, deren Söhne meistens eigentlich am liebsten nur weiches, weißes Brot essen wollen, die Brote ganz gerne dann eben von mir nehmen, das Toastbrot, weil das zumindest eine Teigsäuerung hat und einen schönen Vollkornanteil. Also dann doch ein bisschen vollwertiger ist und ein bisschen mehr satt macht, als jetzt so ein 2-Euro-Teil aus dem Supermarkt. Jetzt habe ich euch so viel von meinem tollen Toast erzählt. Jetzt kommt mal mit runter in die Küche, ich zeige euch mal, wie man es macht. Ich beginne den Teig mit 300 Gramm Roggensauerteig. Gramm Dinkelvollkorn. Und 800 Gramm Dinkel 630. Ich arbeite hier mit Mehlen, die aus der Industriemühle kommen. Das ist ein Zollernspelz-Dinkel aus Biolandanbau
Und der wird in der Industriemühle staubfein gemahlen, also klassische Bäckermehle im Grunde genommen. 30 Gramm Salz. Bei dem Toast möchte ich auf Hefe nicht verzichten, denn wir wollen eine möglichst gleichmäßige, feine Porung haben. Und das ist mit der Sauerteigführung nicht so ohne weiteres zu erreichen. Also kommt da jetzt ein Würfel Hefe rein. Das heißt, es sind rein rechnerisch bei 4 Toastbroten 10 Gramm Hefe pro Brot. Das ist also eher eine kleine Menge. Und für die feinen Röstaromen noch ein schöner Klumpen Butter. So. Ungefähr ein halber Liter Wasser und dann gründlich verkneten. Ich benutze spezielle Toastbrotformen. Wichtig beim Toastbrot eben, es soll keine Kruste bilden, denn beim Toasten würde natürlich die Kruste dann als erstes verbrennen. Und diese Formen butter ich erstmal gründlich aus. Ihr könnt jetzt natürlich ein großes Toast von ungefähr 1 Kilo backen, aber im Verkauf hat es sich als Vorteil erwiesen, die nur halb so groß zu machen. Viele Leute sagen mal, ja, ich esse ja nicht so viel Brot und das kleine reicht mir. Also mache ich da den Trenner rein und dann habe ich 2 handliche Toastbrote. Den Teig verteilt. Drücke ich es noch ein bisschen in die Form, dass es schön gleichmäßig wird. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Mikrobiologie mal arbeiten. 4 Stunden stehen die guten jetzt, sind schön hochgekommen. Dann denke ich, gehen sie mal in den Backofen rein. Auf geht's! Fertig ist es! Tada! Ja, ein bisschen über den Rand gegangen hier. Hätte vielleicht eine Viertelstunde eher reinschieben sollen. Aber das wird dem Geschmack keinen Abbruch tun. Zwei schöne Toastbrote. Hier haben wir unser sehr schönes Toast. Und das werde ich jetzt mal anschneiden. Lecker sieht das aus. Schon beim Anschneiden duftet es unglaublich. Dann stecken wir es mal in den Toaster.
Das duftet. So, auf dem warmen Toast einfach nur die Butter zerlaufen lassen. Köstlich. Mein Toastbrot geht natürlich in Richtung Bäckerbacken. Das heißt, ich arbeite auch hier mit industriefein gemahlenen Mehlen und mit Hefe, allerdings auch mit meinem Sauerteig. Das Toastbrot selber geht auch ohne die Hefe, könnt ihr dann auch 24 Stunden Teig reifen lassen. Allerdings bekommt das dann nicht so eine porige Krume. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Und gerade diese porige Krume ist zum Rösten eigentlich sehr wichtig. Aber ich habe eben ein Hefewürfel für 4 Toastbrote, das heißt, in jedem sind in etwa 10 Gramm Hefe. Das ist nicht allzu viel. Und weil es auch nicht allzu viel ist und ich die Toastbrote jetzt nicht irgendwie warm stelle oder so, sondern bei mir in der Gewerbeküche gehen lasse, brauchen sie relativ lange, bis sie so hochkommen, dass ich die Form schließen kann und sie backen kann. Wir haben jetzt hier natürlich nicht diese Teigsäuerung wie bei einem Sauerteigbrot, aber durchschnittlich 6 Stunden stehen die auch. Und auch in dieser Zeit kann der Sauerteig viele von den niedermolekularen Zuckern aufzehren. Und das bekomme ich auch immer wieder von meinen Kunden erzählt, dass die sagen, das Toastbrot bekommt mir wirklich gut. Also da habe ich auch keine Schwierigkeiten mit Sodbrennen und mit Völlegefühl und Druck auf dem Zwerchfell. Das bekommt mir gut. Also das heißt, dass auch eine Sauerteigführung von nur 5, 6, 7 Stunden schon eine Menge Gutes bewirkt. Und insofern ist das eigentlich ein sehr schönes Brot, was meine Frau und ich auch sehr gerne essen. Es hat auch ein herrliches Aroma und man muss ja nicht immer schweres Vollkornbrot essen. Wenn die Gesamternährung ballaststoffreich und vitalstoffreich ist, ist sicherlich so ein Brot auch eine super Sache. Das Rezept für das Toastbrot stelle ich euch nochmal unten in die Infobox. Die anderen Toastbrote sind, glaube ich, sogar in der Mediathek vom NDR noch zu finden. Müsstet ihr mal gucken, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja, dann war es das für heute und ich habe euch mal ein anderes Brot vorgestellt als meine üblichen schweren Bauernbrote. Wenn ihr Lust zum Nachbacken habt, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Freue mich selbstverständlich über Likes und natürlich auch über konstruktive Kommentare. Schaut mal in meine anderen Videos rein und dann sage ich bis zum nächsten Mal.